Hi, herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich wollte jetzt schon richtig lange wieder ein Video zum Thema Geld sparen durch Nachhaltigkeit machen. Ich hatte in der Vergangenheit ja schon mehrere Videos zu dem Thema gemacht. Da hatte ich immer mehrere Bereiche mit in ein Video genommen, also so einfach kurz und stichpunktartig. Und ich dachte mir, es wäre eigentlich ganz cool, das nochmal ein bisschen genauer aufzufassen. Und deswegen mache ich jetzt eine kleine Videoserie zu dem Thema, wo ich auf jeden Bereich nochmal etwas genauer eingehe. Heute starten wir mit dem Thema Kleidung, um genau zu sein, Kleidung länger haltbar machen. Durch einen minimalistischen Lebensstil kann man im Bereich Kleidung natürlich schon eine Menge Geld sparen, einfach dadurch, dass man weniger Kleidung kauft und sich wirklich nur etwas kauft, wenn man etwas braucht oder wenn einem etwas besonders gut gefällt und man es wirklich unbedingt haben möchte. Aber genauso wichtig finde ich es, sich auch um die Teile, die man dann schon hat, so gut wie möglich zu kümmern, damit die so lange wie möglich halten. Bevor wir jetzt mit den ganzen Tipps starten, zeige ich euch noch mein heutiges Outfit. Das passt nämlich auch sehr, sehr gut zum Thema. Mein erster Punkt auf der Liste ist nämlich, schon beim Kauf von neuer Kleidung auf gute Qualität zu achten. Zu den qualitativ hochwertigsten Kleidungsstücken in meinem Kleiderschrank gehören auf jeden Fall die Teile, die ich von Armed Angels habe. So auch zum Beispiel der Pullover, den ich gerade trage, oder auch die Jeans, die ich gerade anhab. Ich habe hier einmal den Nuriella Pullover in der Farbe Morning Sky. Das ist so ein richtig schönes Hellblau. Der Pullover besteht zu 100% aus GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle. Und über die Qualität von den Strickteilen von Armed Angels habe ich euch ja schon oft was erzählt. Ich liebe sie einfach. Das sind wirklich richtig schöne Kleidungsstücke mit einer tollen Qualität, die euch lange halten werden. Und das gleiche gilt auch für die Jeanshosen. Ich habe hier die Myra Jeans in der Farbe Undyed, also es ist ungefärbte Baumwolle. Die Jeans bestehen zu 90% aus Bio-Baumwolle und zu 10% aus recycelter Baumwolle. Durch den Anteil an recycelter Baumwolle wird natürlich noch weniger Energie verbraucht, um diese Jeans zu produzieren. Und was jetzt gerade für unser heutiges Thema natürlich relevant ist, dass sie aber auch wirklich lange halten. Also ich hatte früher Jeanshosen, die irgendwie nach 6 Monaten kaputt gegangen sind. Und die Myra Jeans hier, die habe ich jetzt seit 2 Jahren, was für eine Jeans eigentlich auch noch nicht lang ist. Aber da ist noch absolut gar nichts dran und ich bin mir sicher, die wird noch viele weitere Jahre halten. Den Pullover trage ich in der Größe XL und die Hose in der Größe 30-32. Ich trage die in einer etwas größeren Weite als zum Beispiel die Skinny Jeans, die ich habe, da hier auch kein Stretch mit drin ist und deswegen ist sie am Bein einfach ein bisschen enger. Und ich nehme dann 1-2 Größen größer, damit sie halt ein bisschen bequemer sitzen. Falls ihr gerade etwas Neues braucht und auf der Suche nach wirklich hochwertigen, langlebigen Teilen seid, dann schaut doch gerne mal bei Armed Angels vorbei. Über den Link unten in der Infobox kommt ihr zum Shop und mit dem Code IMSOVIO15 bekommt ihr noch 15% Rabatt. Dann machen wir jetzt weiter mit den Tipps, um Kleidung lange haltbar zu machen. Ich habe aber noch 1-2 Punkte zu diesem Punkt, also dazu beim Kauf schon auf gute Qualität zu achten. Jeder hat an seine Kleidung ein bisschen andere Ansprüche, deswegen kann man das jetzt auch nicht so allgemein für alle sagen, aber einfach so ein paar Dinge, auf die ich achte, sind zum Beispiel die Nähte. Also bevor ich ein Teil kaufe, gucke ich mir auf jeden Fall die Nähte an, ob sich da schon irgendetwas löst, wenn ich da ein bisschen dran ziehe, ob das wirklich fest ist. Genauso wie dick der Stoff ist, also natürlich möchte man jetzt im Sommer keine super dicken Stoffe tragen, aber trotzdem gibt es auch bei leichteren Stoffen auf jeden Fall Qualitätsunterschiede. Tops oder T-Shirts, die total dünn sind, kriegen zum Beispiel auch schnell Löcher und halten deswegen dann nicht lange. Dünne Stoffe werden außerdem auch sehr schnell viel zu dünn. Also das habe ich bei Tops zum Beispiel oft gehabt, dass sie nach ein paar Mal waschen einfach so dünn waren, dass sie komplett durchsichtig waren und dass da eigentlich fast gar kein Stoff mehr übrig war. Aber auch vor allem das Material finde ich wichtig. Also ich versuche möglichst keine Teile mehr aus synthetischen Stoffen zu kaufen. Da habe ich einfach gemerkt, dass gerade zum Beispiel so Tops, wo irgendwie ein Stretch-Anteil mit drin ist, dass die dann beim Waschen sehr schnell die Form verlieren. Und generell versuche ich mich so an die Regel zu halten, dass ich gute, hochwertige Basic-Teile habe, die auf jeden Fall viele Jahre halten sollen. Und wenn ich da mal etwas Spezielleres haben möchte oder etwas, ja, ich sag mal, ein bisschen Ausgefalleneres, dann versuche ich das Secondhand zu kaufen, damit gerade bei so ausgefalleneren Teilen, die man vielleicht auch nicht ewig trägt, auch wenn sie jetzt vielleicht noch nicht kaputt gegangen sind, dafür einfach nichts Neues mehr produziert werden musste. Der nächste Punkt auf meiner Liste ist es, Kleidung weniger zu waschen. Oft ist es überhaupt nicht nötig, ein Teil nach einmal Anziehen schon in die Wäsche zu geben. Man kann es zum Beispiel einfach auslüften. Im Idealfall auf dem Balkon oder im Garten, falls man die Möglichkeit hat. Ansonsten geht es auch am Fenster. In einigen Waschmaschinen gibt es zum Beispiel auch so ein Lüftungsprogramm. Das hat unsere zum Beispiel auch. Aber was ich auch sehr gerne benutze, ist mein Steamer. Vielleicht habt ihr sowas ja auch zu Hause. Falls nicht, das ist ein Dampfgerät, mit dem man Kleidung dampfglätten kann. Also es ist wesentlich schonender als Bügeln. Und außerdem kann man diesen Steamer auch benutzen, um Kleidung, die man nur einmal angehabt hat, einfach wieder aufzufrischen.
Falls auf einem Kleidungsstück, das eigentlich noch ganz sauber ist, ein einzelner Fleck drauf sein sollte, dann wasche ich den ganz einfach aus. Dafür habe ich mir eine Wäscheseife gekauft, mit der kann man den Fleck ganz einfach von Hand im Waschbecken auswaschen und wenn es getrocknet ist, kann man das Kleidungsstück wieder anziehen. Ich habe die Seife im Unverpacktladen gekauft. Ich denke, das gibt es aber wahrscheinlich auch in den meisten Drogeriemärkten. Mein nächster Punkt war jetzt eigentlich steamen statt waschen, aber das habe ich ja jetzt schon erwähnt. Aber zu dem Steamer gibt es noch eine Sache zu sagen und zwar auch steamen statt bügeln. Gerade bei sehr feinen und empfindlichen Teilen kann es auf jeden Fall von Vorteil sein, einen Steamer statt ein Bügeleisen zu benutzen. Die Temperaturen sind dabei nicht ganz so hoch und es ist auf jeden Fall schonender, als das Kleidungsstück mit dem Bügeleisen zu glätten. Ein Steamer ist auch nicht für alle Kleidungsstücke geeignet, also alles werdet ihr damit nicht glatt bekommen, aber gerade so dünnere Teile, so Kleidchen oder Blusen, die bekommt man damit sehr gut geglättet und kann sie gleichzeitig noch ein bisschen schonender behandeln. Der nächste Punkt ist für viele wahrscheinlich selbstverständlich, für andere aber auch nicht, und zwar auf die Pflegeanleitung von der Kleidung schauen. Jedes Kleidungsstück, es sei denn, ihr habt es vielleicht Secondhand gekauft, manche Leute schneiden das ja ab, hat innen drin so eine kleine Pflegeanleitung, wo verschiedene Sachen draufstehen. Ich kann euch gerne mal einblenden, was die verschiedenen Symbole bedeuten, denn das wusste ich lange Zeit auch nicht. Also ich habe eigentlich immer nur auf das erste geachtet, wo ja draufsteht, bei welcher Temperatur das Kleidungsstück gewaschen werden kann. Und dann steht da aber auch zum Beispiel, ob das Kleidungsstück in den Trockner kann, bei welcher Temperatur, genauso ob es gebügelt werden kann und auf welcher Stufe vom Bügeleisen, ob es generell schonend gewaschen werden muss oder ob es vielleicht von Hand gewaschen werden muss. Wenn man sich an diese Anleitungen hält, dann kann man auf jeden Fall auch schon so einige Unfälle mit der Kleidung vermeiden. Die Temperatur, die angegeben ist, ist übrigens auch nicht die Pflichttemperatur. Also wenn da zum Beispiel 60 Grad bei einem Pullover steht, dann muss man den nicht bei 60 Grad waschen, sondern am besten ist immer die niedrigste Temperatur. Ich glaube, bei den meisten Waschmaschinen sind es 30 Grad und für die allermeisten Kleidungsstücke sind 30 Grad auch vollkommen in Ordnung und ausreichend. Das Einzige, was wirklich heißer gewaschen werden sollte, sind Unterwäsche und Handtücher oder auch Bettwäsche. Aber alles andere kann eigentlich bei 30 Grad gewaschen werden. Das ist sehr viel schonender für die Kleidung und spart auch eine Menge Energie ein. Gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Wenn ihr verschiedene Kleidungsstücke zusammenwascht, wie zum Beispiel Hosen oder Jacken mit T-Shirts oder mit Blusen, dann solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr alle Knöpfe und alle Reißverschlüsse, die irgendwie an den Kleidungsstücken dran sind, zumacht. Ich hatte es früher echt oft, dass in T-Shirts zum Beispiel auf einmal so kleine Löcher drin waren und ich dachte erstmal, das wäre von Motten oder so. Aber das kommt tatsächlich sehr oft von Reißverschlüssen oder sonst irgendwelchen Metallteilen, wo sich die dünneren Teile dann einfach dran aufhängen. Gerade auch bei Blusen oder auch bei Strickteilen kann es auch passieren, dass so ein Reißverschluss Fäden rauszieht. Das ist dann natürlich auch sehr, sehr unschön. Und sowas lässt sich aber ganz leicht vermeiden, indem ihr Reißverschlüsse und Knöpfe einfach zumacht. Und ganz empfindliche Teile sollte man am besten noch zusätzlich in einen separaten Wäschebeutel geben. Genauso mache ich das übrigens auch bei Teilen, wo ich denke, die könnten andere Teile kaputt machen. Ich habe zum Beispiel ein Kleid, wo so Metallfäden irgendwie mit eingewebt sind, damit das so ein bisschen glitzert. Das tue ich immer in einen Wäschebeutel, weil das natürlich voll Fäden von irgendwelchen anderen Kleidungsstücken rausziehen könnte. Oder genauso, falls ihr irgendwelche Teile habt, wo große Nieten oder Pailletten oder irgendwas dran ist, am besten immer in einen extra Beutel geben. Der nächste Punkt, für die einen wieder total selbstverständlich, für andere aber nicht, und zwar die Kleidung richtig nach Farbe sortieren. Bei mir ist es jetzt tatsächlich so, dass ich eigentlich fast nur noch sehr ähnliche Kleidungsstücke habe, also die eine sehr ähnliche Farbe haben. Deswegen muss ich nicht mehr so super viel sortieren. Aber mein Freund hat doch ein paar dunkle Teile oder auch sehr bunte Teile. Da müssen wir dann schon ein bisschen aufpassen. Da ist uns letztes Jahr tatsächlich was passiert mit meinem Lieblingspullover und einem meiner Lieblingstops. Die wurden von einer, ich glaube, von einer schwarzen Hose irgendwie eingefärbt. Ich konnte das Ganze dann noch retten mit einem Natronbad über Nacht. Aber das wäre auf jeden Fall sehr leicht zu vermeiden gewesen. Irgendwie dachten wir, es würde nicht abfärben und hat es dann aber doch, weil die Hose war eigentlich jetzt nicht neu. Aber selbst wenn die Teile nicht neu sind, sollte man da auf jeden Fall aufpassen. Früher habe ich immer einfach alle bunten Sachen zusammengeschmissen und da hatte ich auch sehr oft verfärbte Teile, nur irgendwie habe ich mir früher nicht so wirklich Gedanken darüber gemacht. Jetzt, wo ich aber wirklich so nur Lieblingsteile habe, ärgert mich das dann schon sehr, wenn da irgendwas passiert, deswegen passe ich da jetzt wirklich gut auf. Meine Kleidung ist ja hauptsächlich so beige und rosa, hellblau und falls ich doch mal ein kräftigeres Teil dazugebe oder ein neues Teil, dann gibt es außerdem noch solche Farbfangtücher, die man einfach mit in die Waschmaschine tun kann. Und die haben mich jetzt, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal gerettet, weil die dann sehr verfärbt waren nach der Wäsche, aber meine Kleidung war nicht verfärbt. Deswegen kann ich euch auch auf jeden Fall empfehlen, solche Tücher zu Hause zu haben. Auch falls mal irgendwie ein Unfall passieren sollte und ein Kleidungsstück verfärbt ist, dann könnt ihr das
immer noch mit diesen Tüchern waschen und dadurch wird dann immer noch so ein bisschen Farbe rausgezogen. Aber da gibt es, wie gesagt, dann auch noch so andere Lifehacks, wie das mit dem Natron, wodurch man dann noch ein bisschen was retten kann. Aber besser ist es natürlich, das von Anfang an zu vermeiden. Auch noch zum Thema Waschen, ein sanftes Waschmittel verwenden, was im Idealfall keine Bleichmittel enthält, ist, denke ich, selbsterklärend. Bei weißen Teilen ist es vielleicht noch nicht so schlimm, aber wenn ihr farbige oder dunkle Kleidung wascht, ist es natürlich sehr doof, wenn die Farben dann mit der Zeit immer blasser werden. Der nächste Punkt ist euch wahrscheinlich schon klar, falls ihr auf die Pflegeanleitung von euren Kleidungsstücken guckt. Und zwar, dass viele Teile nicht in den Trockner dürfen. Bei Synthetikfasern kann es zum Beispiel passieren, dass sie schmelzen. Aber auch ansonsten ist der Trockner einfach nicht sonderlich gut für die Kleidung. Es kann einerseits natürlich passieren, dass die Kleidung eingeht und euch danach nicht mehr passt, was einmal schon doof ist. Aber auch ansonsten macht es einfach die Fasern von der Kleidung kaputt. Im Idealfall lasst ihr eure Wäsche einfach lufttrocknen. Ich weiß aber auch zu gut, dass das nicht in allen Fällen möglich ist. Also zum Beispiel für Bettwäsche und Handtücher benutzen wir auch unseren Trockner, da wir einfach keinen Platz haben, um die Wäsche hier trocknen zu lassen. Aber vor allem bei Kleidungsstücken, erst recht bei sehr empfindlicher Kleidung, sollte man auf jeden Fall auf den Trockner verzichten. Und abgesehen von der Haltbarkeit der Kleidung ist das natürlich auch ein Bereich, wo man gut Geld sparen kann, da ein Trockner in den allermeisten Fällen sehr viel Energie verbraucht. Auf meiner Liste stehen jetzt noch zwei Punkte und bei den zwei Punkten geht es so darum, was man machen kann, wenn an der Kleidung schon etwas dran ist. Das erste ist Pilling. Für alle, die mit dem Begriff Pilling nichts anfangen können, zeige ich euch jetzt mal einen Teil von mir, wo sehr viel Pilling dran ist. Also einfach diese kleinen Fussel- oder Stoffknötchen. Ich weiß nicht, wie man das noch nennt. Auf jeden Fall kommt das meiner Erfahrung nach vor allem bei Teilen vor, die halt keine gute Qualität haben. Also das ist etwas, das mir echt in den letzten zwei Jahren besonders krass aufgefallen ist. Da konnte ich noch sehr gut die Fast-Fashion-Teile, die ich hatte, vergleichen mit den fairen Teilen, die ich gekauft habe. Und das ist einfach so ein krasser Unterschied. Ich hatte zum Beispiel eine Fast-Fashion-Jogginghose, die einfach nach zwei, dreimal Waschen komplett voll mit diesen Fusseln war. Und dann habe ich im Gegensatz dazu zum Beispiel meine Jogginghose von Armed Angels, die einfach bis heute eigentlich gar keinen Fussel dran hat. Und das jetzt nach bestimmt zwei Jahren und sehr, sehr vielen Wäschen. Aber wahrscheinlich hat jeder von uns ein Kleidungsstück im Kleiderschrank, wo solche Fussel dran sind. Und dafür gibt es ein ganz einfaches Gerät, und zwar den Fusselrasierer. Leider kann ich euch das jetzt nicht demonstrieren, da meiner vor kurzem kaputt gegangen ist. Das ärgert mich so sehr. Also auch beim Fusselrasiererkauf auf Qualität achten. Ich blende euch einfach mal ein, wie so ein Fusselrasierer generell aussieht. Das ist auf jeden Fall ein kleines Gerät und da drin sind Messer und damit könnt ihr ganz leicht über die Kleidung drüber gehen. Dabei darf man wirklich nicht feste aufdrücken, sondern einfach nur ganz leicht drüber gehen und der Rasierer, der schneidet dann alle hochstehenden Fussel ab. Meiner hatte auch zwei verschiedene Aufsätze, einmal für ganz normale Kleidung und dann noch welche für Kleidung, die so längere Fasern hat, damit dann einfach noch so ein bisschen mehr Abstand ist, dass der Fusselrasierer halt nicht die ganzen Fasern abschneidet. Und damit konnte ich schon so viele Kleidungsstücke retten. Der Vorher-Nachher-Effekt bei so einem Fusselrasierer ist wirklich krass. Also ich bin kein Fan von Gadgets und ich habe nicht gern viele Elektrogeräte zu Hause, aber das kann ich euch wirklich empfehlen. Und der letzte Punkt ist, habt den Mut, Kaputtes zu reparieren. Egal, ob ein Kleidungsstück ein Loch hat, ob ein Knopf abgefallen ist oder ob der Reißverschluss kaputt ist. Es gibt eigentlich für alles im Internet eine Anleitung, wie man es reparieren kann. Ich versuche da auch immer besser zu werden. Habt ihr vielleicht in einem der letzten Videos gesehen, wie ich auch ein bisschen an einem Versuch gescheitert bin, aber es am Ende dann doch noch hinbekommen habe. Aber solange man es nicht probiert, kann man auch nicht besser werden. Deswegen kann ich euch einfach nur dazu ermutigen, traut euch, versucht es, guckt nach Anleitungen und probiert es einfach mal aus. Und falls es am Ende doch nicht klappen sollte oder falls ihr keine Lust drauf habt oder es auch einfach nicht möchtet, dann könnt ihr Kleidungsstücke auch immer noch in eine Schneiderei geben. Das ist oft gar nicht so teuer, wie man denkt. Gut, und dann waren das alle Tipps für das heutige Video. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob da jetzt noch Neues für euch dabei war. Ich kann das super schwer einschätzen, ob so ein Video hilfreich für euch ist oder ob das vielleicht alles schon total klar ist. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare oder auch, falls ihr noch weitere Tipps habt, was macht ihr, um eure Kleidung möglichst lange haltbar zu machen. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!